Liebe Zuhörer, es scheppert im Karton, zwinker, zwinker. Unser großer Mass Effect Special Podcast ist endlich da, nachdem wir in, glaube ich, jeder zweiten Folge mal in irgendeiner Form Mass Effect anreißen, haben uns gedacht, wir machen jetzt mal einen Deckel zu und werden alles, was jemals zu Mass Effect gesagt wurde und gesagt werden sollte und gesagt werden muss in einer Folge mal unterbringen und dann nie wieder darüber sprechen. Ja. So. Das ist ein Gerücht. Das ja, werde ich zu verhindern wissen. Ja, zumindest spätestens bis dann Teil 4 irgendwann oder ein Reboot, wer weiß, angekündigt wird. Man weiß es ja nicht. An meine Seite gesellen sich die beiden wohl größten weiblichen Mass Effect-Fans der Erde. Ich fange mal mit der, die mir besonders nahe steht, momentan an. Und das nicht nur wörtlich gesprochen. Hallo Caroline. Hallo Johannes, schön in deinem Arm zu liegen. Ja, guten Tag. Guten Tag. Was hast du denn hier verloren? Ich danke dir dafür, dass du mein Love Interest bist. Ja, bitte sehr. Und das ist... Du hast die richtigen Sprachoptionen gewählt. Ich habe die richtigen Sprachoptionen gewählt. Und es tut mir leid, dass ich dich im ersten Teil für Kaidan habe sitzen lassen. Oh Mann. Aber jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles wieder gut. Jetzt ist alles bis wieder zum gut. Vierten Teil. Wobei ich mich ja gerade ein bisschen echauffiere, dass du das Mass, nicht das Mass Effect, sondern das Max Payne 3. Ich habe das Max Payne T-Shirt an. Ich danke Daniel dafür. Und erfreue mich den vielen tollen männlichen Hauptcharakteren, die zurzeit in den Spielen grassieren. Und möchte meinen Staffelstab. Nee, was ist denn das? Das Universalwerkzeug möchte ich an Sam weitergeben. Hallo Sam! Hallo! Ja, Universalwerk. Und hast du schon deine... Genau, was mich jetzt gerade am Anfang interessieren würde, so Frauen unter sich, was hast du angehabt? Welches Outfit hast du so gewählt? Irgend so eine Rüstung halt. Mit schnell recharging Shields. Das war für mich das Wichtigste. Ja, aber ich meine jetzt so im Zivil. Die Standardsachen? Ja, ich fand das ja eigentlich, das sah ziemlich gut aus, so diese, vor allen Dingen die Cerberus, was auch immer, wie auch immer man das nennen möchte, diese Ausrüstung, das sah doch eigentlich ganz gut aus, fand ich, mit dem Engel-T-Shirt und der weiten Hose. Ich habe mal diesen Arztkittel genommen, glaube ich. Und ich bin auch eine Zeit lang als Penner rumgelaufen mit diesen Jute-Sack-Klamotten. Nee, was habe ich gar nicht gemacht. Seid ihr eigentlich auch immer freiwillig ohne den Helm rumgelaufen, obwohl ja, der Helm ja euch bessere Rüstungswerte gibt, weil es einfach cooler aussieht im Spiel. Ohne Helm. Mit Helm. Ja, immer ich auch. Ich habe auch nicht diese doofen Visoren, die man sich so übers Auge klappen Doch, kann. Die hatte ich einige, wenn ich als Infiltrator unterwegs war, hatte ich immer wie ein Visor, weil da kriegst du ja einen Mörder-Headshot-Bonus. Ja, aber selbst dann, da muss ich sagen, da mochte ich lieber, dass es dann in Gesprächen dann schön aussieht. Und ja, ist eigentlich Quatsch, aber das spricht ja auch schon mal dafür, wie sehr man sich so diesem ganzen Universum verbunden fühlt, wenn man so auf solche Kleinigkeiten Wert legt. Bevor wir auf Mass Effect kommen, sollten wir vielleicht mal kurz einwerfen, wie das Ganze eigentlich angefangen hat, weil vor Mass Effect wird ja oft als inoffizieller Vorgänger Knights of the Old Republic in den Raum geworfen. Kann ich aber auch so doppelt unterstreichen, weil ich habe zwar nur den ersten Teil davon gespielt, aber das ist eigentlich Mass Effect im Star Wars Universum, wenn man es genau nimmt. Das Kampfsystem ist etwas anders, ist mit Lichtschwertern natürlich und ich glaube Laserwaffen gab es auch. Und es hat sich auch anders gespielt in Kämpfen auf jeden Fall, aber so was die ganze Vielfalt und Fantasie, also das war schon, da hat man schon gemerkt, die Jungs haben es drauf. Also, und ich weiß nicht, Sam, du hast ja auch angefangen. Ich habe auch angefangen, das zu spielen. Also ich fand es auch sehr gut, aber mich hat halt das Kampfsystem ein bisschen genervt. Und deswegen habe ich da
irgendwann aufgegeben. Ich plane aber noch, es irgendwann mal weiterzumachen. Zumal ich muss ja dazu sagen, ich bin eh kein Star Wars-Fan. Ich kenne auch die Filme ja nicht. Wie, was, du kennst die Filme Ich habe nicht? die nicht gesehen. Jedenfalls nie Welche? komplett. Ich habe mal so ein paar Ausschnitte gesehen aus jedem Film natürlich, aber Also Episode 1 bis 3, meinst du? ich habe gar keinen Film gesehen. Damit beenden wir den Podcast mit Ich für muss Sam. weg. Ja, das ist jetzt natürlich Das ist so, überraschend, ja. das ist jetzt ein Twist, mit dem haben wir jetzt nicht gerechnet. Ja, ich Ach, weiß, das Quatsch, ist ja verwirrt nicht immer alle, schlimm. aber ich fand es irgendwie einfach immer nicht so. Hat mich jetzt nicht so gepackt, Star Wars. Waren mir zu wenig Frauen dabei. Ist auch so, ist eines der Hauptbeispiele für die Unterrepräsentation von Frauen in Film und Fernsehen, Star Wars übrigens. Ja, aber Prinzessin Leia ist doch immer Ja, präsent genau, aber es ist bei eine, Star wenn du die Wars. Prozentsatz anschaust im Vergleich zu männlichen Hauptfiguren von Frauen, ist lächerlich. Und Star Wars ist eines der Hauptpräzedenzfälle. Die Ja gut, meisten aber jetzt Filme, mal. die meisten von den Filmen würden nicht mal diesen Bechdel-Test oder so bestehen, der besagt, dass zwei Frauen sich innerhalb eines Films miteinander unterhalten müssen, ohne über einen Mann zu reden. Ich meine, Drei von den okay, fünf Filmen schaffen das nicht. ich meine gut, aber mal ohne Scheiß, in Star Wars, die Maincast sind eine Frau, zwei Typen, ein Alien und zwei Roboter. Ja, und ein Typ mit einer Gasmaske auf. Und naja, ich finde jetzt nicht, dass es so unterpräsentiert ist, dass jetzt eine Frau groß dabei ist. Ich find die Leia auch ziemlich doof. Ich mag die nicht. Ja, also sie hat irgendwie nicht so das Profil, ne? Also. Nee, irgendwie ist es so eine schwache Kuh. Oh ja. Han Solo ist einfach der coolste überhaupt. Ja, das Weißt du, sowieso. der Luke ist so ein bisschen der Softie, aber Han, der hat die Hosen an. Der weiß genau, wie man mit den Mädels umgeht. Oh yeah. Oh yeah. Tja. So, mehr Star Wars. Mars Star Wars Republic. Also Star Wars The Old Republic, Knights of the Old Republic. Kurz zur Story, da hat man einen. Ich weiß gar nicht, man konnte man nicht mal eine Frau Ja, auswählen am Anfang, man kann oder? eine Frau spielen. Ja, konnte man auch eine Ja, Frau man kann eine spielen? Frau spielen. Stimmt. Ja, man war dann Was die so Story ein. natürlich schon verändert, weil man ja eigentlich der Sis Revan ist, oder? Ich dachte immer, das wäre ein Typ, aber ich habe es auch als Frau gespielt. Ah, okay. Also das hat jetzt auch mit den Star Wars Filmen herzlich wenig am Hut. Also es spielt wirklich nur im Universum und es spielt, ich glaube, 2 oder 4.000 Jahre, bevor der ganze Kram in den Filmen passiert. Also es gibt halt wirklich nur diese ganzen Jedi-Orden und die Sith Lords. Das gibt's alles schon drin. Aber ansonsten ist es alles relativ frei nach der großen Vorlage. Was eigentlich auch gut ist. Also es wurden auch sehr viele Alien-Rassen reingebaut, die man so in Star Wars nie gesehen hatte. Auch wirklich spannende Planeten und Sachen. Und du hast halt auch wirklich sehr viel drin gehabt, was halt auch Mass Effect später ausgezeichnet hat. So diese ganz vielen kleinen spannenden Dialoge und ja, die vielen Rassen und die Konflikte. Und das war halt auch schon sehr viel tiefer, als das bei Star Wars jemals der Fall war. Das ist auch wirklich so. Um so Rassismus gab, Fragen ging und ja, so als Gameplay-Element hattest du halt auch da schon statt abtrünnig und ja, gut. Bei Mass Effect hattest du halt da die helle Seite und die dunkle Seite der Macht. Also es hat wirklich halt super halt reingepasst in das ganze Star Wars-Ding, dieses System. Und ja, du hattest halt die Original Star Wars-Lizenz, Musik, Kram und es war halt echt ganz geil. Und der erste Planet war halt original fast schon so eine Art Zitadelle. Du hattest so deine Oberschicht, die oben gelebt hat, und so eine Unterschicht, die dann in dem unteren Kern des Planeten gelebt hat und bist da so hin und her. Und es hatte sich schon sehr wie die Zitadelle angefühlt, dieser erste große Planet in Knights of the Old Republic. Du hast da deine Quests gemacht und das war einfach von der Art her sehr, sehr ähnlich schon. Und als ich dann später in Mass Effect 1 diese ganzen kleinen Quests erledigt habe, in der Zitadelle, da kam dann sofort so dieses Gefühl wieder hoch. Ja, aber Knights of the Old Republic, wer sich nicht vor dieser alten Technik, die schon sehr angerostet aussieht aus der heutiger Sicht, daran aufhängt, der kann ihm wirklich mal eine Chance geben, wenn man nach Mass Effect mal so ein bisschen in diese Ursprünge schnuppern will. Das ist echt immer noch ein super Spiel und hat eine gute Geschichte gehabt. Und den zweiten Teil habe ich nur angefangen. Der soll sehr gut sein, aber er hat einen sehr schwachen Anfang. Und ich bin nie über die ersten
zwei, drei Stunden hinweggekommen, weil die wirklich sehr öde waren. Okay. Und auch das, was dazwischen kam, Jade Empire, habe ich leider nie unter die Finger bekommen. Also ich habe einen Was? Kumpel, der ist der total begeistert von. Also es muss echt gut Mhm. sein, Jade Empire. Mhm. Ich wollte es immer mal holen, aber der PC-Port ist eher mittelmäßig, muss man sagen. Ja, wirklich? Aber es gab ja für den PC nochmal so eine Special Das Edition, weiß ich nicht. wo. Ich weiß nicht, welche er hat, aber er meint an sich, ohne Gamepad kann man es nicht spielen. Also Ja, gut, aber man so kann schlecht. ja. Es ist ja heutzutage eh kein Problem mehr, ein Ja, Xbox-Gamepad an PC genau, an sich ist kein anzuschließen. Ding, aber an sich soll es halt so nicht sein. Weißt du, wenn ein PC-Spiel hast, muss es ordentlich mit Maus und Tastatur steuerbar sein, ohne dass du dir einen abbrichst, eigentlich. Ist meine persönliche Ja, Meinung. okay. Ja, gut, ich meine, ich spiele gerade diese Geschichten wie Mass Effect oder halt auch Knights of the Old Republic. Ich habe das lieber auf der Xbox gespielt damals. Das gab es ja auch nur Okay. Xbox 1 exklusiv. Das war ja gar nicht mal auf PlayStation 2 oder so noch über. Das gab es nur auf PC und auf der ersten Xbox. Und ja, also Jade Empire, das war im Prinzip so eine Art, ja, das war so ein Kampfspiel, aber halt auch mit Es war eigentlich, Rollenspielelementen. es ist schon Mass Effect, aber halt in zur Zeit Es von war. Seidenstraße oder sowas. Also so Ja. oft asiatisch gemacht mit Fähigkeiten. Also es ist ganz nett, es sieht auch eigentlich ganz nett aus. Also ich habe es halt gesehen bei einem Kumpel, der es gespielt hat. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sag, vielleicht hole ich es mal, wenn es irgendwie Angebot günstig zu kriegen ist. Ja, aber ich glaube, das kriegst du wirklich für 5 € kriegst du das hinterhergeschmissen. Ich glaube, so teuer ist es nicht zu bekommen. Aber ich denke mal, was die drei Spiele jetzt auszeichnet, die ersten beiden, Knights of the Old Republic und Jade Empire, ist halt wirklich so dieses Story-driven Gameplay und die Entscheidungsfreiheit, die verschiedenen Enden und halt die ganzen Entscheidungen, die du machen kannst, dass sie halt Einfluss auf die Handlung nehmen und halt auch wirklich die spannenden, wirklich gut erzählten Geschichten und die dichten. Ja, die dichten Geschichten zu den Charakteren, mit denen man da unterwegs ist. Und das ist ja im Prinzip genau das, was dann in Mass Effect noch bis zur Perfektion noch weiter ausgeführt wurde. Und ja, Mass Effect 1, wann kam es raus? 2007 für die Xbox 360, erstmal exklusiv nur. Und später 2008 kam es dann im Juni auf den PC raus. Ziemlich lange dauert, ich glaube ein halbes Jahr kam das später raus. Aha. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich habe mich schon sehr, also ich, es war jetzt kein Spiel, wo ich jetzt jeden Tag gezählt habe, bis es rauskommt, aber ich habe das sehr stark im Blick gehabt, weil ich halt wusste, es ist von BioWare und ich habe dann halt schon gedacht, ey, wenn die jetzt ein eigenes Science-Fiction-Universum machen, das könnte schon echt geil werden. Aber ich war jetzt noch nicht so im Hype. Ne? Ich kannte es ja vorher noch nicht. Ne? Ich wusste ja noch nicht, was mich da jetzt erwartet. Und ich habe es mir auch nicht gekauft, tatsächlich. Ich habe Mass Effect 1 nur über Videothek gespielt und habe mich das, ich glaube, das habe ich an 4, 5 Wochenenden, habe ich das immer ausgeliehen, bis ich es halt durch hatte. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lange geht, weil ich habe wirklich Oh. alles da drin halt auch gemacht. Na, ich habe ja Okay. nicht nur die Hauptstory gemacht, die man ja in so 15, 20 Stunden durchspielen kann. Ich habe ja wirklich alles gemacht. Na, ich bin auch auf dem Mond rumgefahren und keine Ahnung, Ich glaube, aber. ich habe beim ersten Mal durchspielen um die 40 Stunden gebraucht. Genau. Oder noch länger. Ich glaube, länger sogar 48. Mittlerweile, wenn ich mich beeile, schaffe ich es in 20. Ich muss aber dazu sagen, ist vielleicht witzig, aber ich wusste von Mass Effect gar nichts. Hat mich auch überhaupt nicht. Ich bin eigentlich darauf gekommen durch eine Website, die heißt Fandom Secrets. Und da werden halt immer da ist halt, es das heißt halt so, dass es halt jeder kann halt so ein, ist ein Bild meistens und da ist irgendwie Text drauf. Und da steht irgendwas Skandalöses drin, meistens, ja, was halt so jeder persönlich über irgendwas denkt oder nicht denkt und so. Und da bin ich auf Mass Effect gestoßen, weil irgendjemand was darüber geschrieben hat, dass irgendwas ihm nicht gefallen hat, aber dass es immer noch das beste Spiel ist, was er je gespielt hat. Daraufhin habe ich dann mal gegoogelt. Vor allem, da stand, das Witzige ist, da stand jetzt nicht mal dabei, wie das Spiel heißt. Da war nur ein Bild von dem. Aber das Bild dabei und ich habe dann erstmal die Diskussion dazu dann ewig lang durchgesucht, bis ich herausgefunden habe, wie das Spiel heißt. Dann habe ich es mal gegoogelt und habe gedacht, ey, das ist interessant. Und dann habe ich das gekauft. Als eins von diesen, als das schon als diese zweite Edition rauskam für 10 € oder so. Also ich habe das gekauft erst irgendwie einen halben Monat oder so, bevor Mass Effect 2 rauskam.
Und ich war dann halt auch gerade fertig mit Mass Effect 1 zu dem Zeitpunkt, vielleicht zum zweiten Mal durchgespielt oder so, als Mass Effect 2 dann rauskam, was ich dann auch zum Start gleich gekauft habe. Da war ich dann schon gehuckt quasi. Aber von Mass Effect 1, ich wusste erstmal gar nichts davon. Also ich bin ja ganz, ganz spät auf den Geschmack gekommen. Wann war das? Das war, da war der dritte auch schon raus, Ein ne? halbes Jahr ungefähr war der dritte raus, oder? Ja, so ungefähr. Genau. Und da habe ich mich dann irgendwie, ich weiß gar nicht, was ausschlaggebend war. Ich habe mich einfach mal Du hast rangesetzt, glaube irgendwann ich. mal so gemeint, so, ey, Mass Effect, so wie alle drüber sprechen, muss ich das ja echt mal nachholen, ne? Und dann habe ich es dir Genau. in die Hand gedrückt, so im ersten. Genau. Und dann, ey, ich habe es angefangen und ich war total im Element. Ich war voll dabei. Und Wobei es ja so ein bisschen Anlaufzeit gebraucht hat, ne? So beim ersten Teil. Oder? Also ich glaube, nee. es hat ein bisschen gedauert, so Ich erst glaube, mal ein ich paar glaub, ich habe Stündchen. erstmal so, ich glaube, ich, glaub, ich habe erstmal so 2, 3 Stündchen gespielt und dann ausgemacht und erstmal wochenlang es liegen lassen und dann habe ich nochmal angefangen und dann auf einmal war es wie eine Explosion, oh mein Gott, Mass Effect! Und dann ging es los. Dann war ich total in der Materie und dann habe ich den ersten Teil gespielt und den zweiten Teil gespielt. Und dann habe ich Glück gehabt, dass ich mal ein paar Tage krank war und dann noch den dritten mir noch schnell ausgeliehen habe, irgendwo in der Videothek und in 2 Tagen durchgespielt. Echt, hast du zwei Und Tage dafür gebraucht? Boah. ja, durchgehend. Also ich habe wirklich, Okay. ich war halt krank, ich konnte nichts anderes machen und habe echt geschlafen, Mass Effect gespielt und dann wieder geschlafen und Mass Effect gespielt. Das war echt super. Ich glaube, ich habe trotzdem Das. zu lange gebraucht. Hätte man nicht in 2 Tagen geschafft, weil ich habe wieder über Also, 40 ja, Stunden ich gespielt. habe, glaube ich, nee, ich habe 30 Stunden gespielt, glaube ich, waren das oder 35. Also ich habe, glaube ich, sowohl zwei als auch drei habe ich echt durchgesuchtet und da war ich auch, Ja, ich ich auch. glaube, Mass nach Effect 2 fünf. kann ich immer noch voll durchsuchten. Also wenn es mich mal packt, dann fange ich da an zu spielen, dann spiele ich das durch, Hardcore, bis Aber ich ich durch glaube bin echt, halt, ja. länger wie 5 Tage bleibt das auch nicht undurchgespielt, weil dann waren die durch. Ja. Also. Also man muss es auch einfach, man musste es weiterspielen. Ja, Man man musste konnte einfach nicht einfach. dieses, Nee, vor man allen Dingen konnte es Mass auch nicht Effect 2, muss ich ertragen. sagen, das hat mir noch viel mehr dieses Gefühl gegeben, boah, ich muss die Galaxie retten. Also da war ich wirklich wie besessen. Ich habe das auch sehr oft durchgespielt. 5 Mal, glaube ich schon. Ich bin jetzt gerade im 6. Mal durchspielen, damit ich halt aber wahrscheinlich jetzt erst nochmal Mass Effect 1 vor durchspielen, weil ich das gerade auf Englisch umgestellt habe und das auch mal auf Englisch anschauen möchte. Und eigentlich muss man ja sagen, fängt es an mit dem Roman Mass Effect Revelations, der vor Mass Effect 1 spielt und erzählt quasi, wie Saren an den Reaper kommt. Okay. Das ist ja ganz interessant. Da wird auch diese Mission besprochen zwischen Saren und Anderson, wo Saren quasi Anderson in die Pfanne haut.
Weshalb Anderson halt nicht der erste Spectre wird, Genau, Anderson sondern ist ja der Captain genau, Anderson ist ja der dort ein, Normandy ist der General am oder was ist Anfang, der? genau. Captain? Ja, Captain irgendwie Anderson. sowas. Nee, er Ein ist hohes Captain. Tier. Ja gut, bevor wir jetzt die ganzen Leute besprechen, vielleicht so mal erklären, was eigentlich so die Grundhandlung ist von Mass Effect. Weil ich denke mal, wenn sie jetzt Leute den Naja, das ist Podcast anhören. das kannst du in einem Satz sagen. Die Galaxie Reaper retten. bedrohen die Galaxie. Nein, gut, man sollte vielleicht mal überhaupt mal erklären, wie diese Galaxie überhaupt funktioniert, mit diesen ganzen Massenportalen und na, wie das überhaupt angefangen hat. Also die Vorgeschichte zu Mass Effect, dem ganzen Universum, ist, dass die Menschheit zum Mars vorgedrungen ist. Und dann haben die dort irgendwo in der Nähe halt so ein Portal entdeckt, sind da Nee, 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 gar reingeflogen. nicht mal. War nicht mal nur so? Ich meine, Nee, das gar würde. nicht. Ja, Die gut. haben auf dem Mars ein Asari-Schiff gefunden, ein altes, ein kaputtes. Und haben daran irgendwelche Sachen gelesen und haben dann erst das Mars-Effekt-Portal, das Massenportal gefunden, was ja um Pluto quasi rumkreist als einer der Monde. Aber eigentlich haben sie auf dem Mars tatsächlich, das stimmt, da fängt alles an. Die haben auf dem Mars ein Asari-Schiff gefunden, würde ich sagen. Und daraufhin haben sie sich da weiter, haben dann das Massenportal gefunden und den ersten Antrieb entwickelt, sind dann auch, haben den ersten Sprung durchgeführt und sind irgendwie bei den Trojanern gelandet, was dann irgendwie schlecht geendet hat. Daraufhin Genau. gab es dann nämlich erstmal Krieg. Ja, stimmt. Genau. Ja, also der Ausgangspunkt ist dann, glaube ich, ich meine, wie lange existieren denn quasi schon so dieses Bündnis oder sagen wir mal so, dass die Menschheit zusammen mit den anderen Galaxien so in der Zitadelle zusammen abhängt? Ich glaube so 100 Jahre oder 200 Jahre, ich weiß es nicht so aus dem Kopf raus. Es ist dann schon so. Also die Menschen sind echt noch nicht lang dabei. Ich glaube, zum Zeitpunkt des Spiels noch nicht mal ganz 50 Jahre. Echt? So lange kennen die Okay. das auch noch gar nicht. Also die anderen Rassen haben schon recht, wenn sie sagen, ihr seid echt erst kurz dabei. Ich glaube sogar noch weniger. Weil da war erst dieser Krieg und der ging gar nicht so lange. Und der wurde dann auch, glaube ich, nur beendet, weil die Asari halt gesagt haben, ey, jetzt hört mal hier auf, das wird sonst nischt. Ja, das bringt ja nichts. Die Asari, muss man dazu sagen, sind die älteste Rasse im Universum. Die haben ja auch alles erbaut, oder? Ja, vieles haben die gebaut. Ja. Und die sind halt auch relativ, die sind ja so langlebig und deswegen haben die auch einen ganz anderen Blick Ja, auf die stimmt. Welt. Ich glaube, die können bis zu 1000 Jahre alt werden. Ja, aber es ist auch wirklich so, es gilt so als die Ja. hochentwickelste Rasse im ganzen Mass Effect Universum. Ja, und ja, es ist halt die Menschen, wie gesagt, durchs Portal gekommen sind und gegen die Turianer so einen Konflikt ausgetragen haben, sich das wieder beruhigt hat. Dann ist die Ausgangssituation, in der man sich dann halt auch als Spieler befindet. Also es gibt im Zentrum, das Zentrum bildet quasi die Zitadelle, wo so ein Rat über die ganze Galaxien, ja, ich weiß nicht, regiert, kann man eigentlich nicht sagen, ne? Aber das hält so ein bisschen alles zusammen, ne? Da kommt einfach alles zusammen auf dieser Zitadelle. Und ja, und jede Rasse hat halt ihre eigene Geschichte, wie sie halt dort gelandet sind, ne? Ich meine, jede Rasse in der Galaxie hat früher oder später so ein Portal entdeckt. Und diese Portale führen halt alle auch mitunter zur Zitadelle. Und deswegen, ja, hängen die dort halt alle ab, kann man sagen, und beschließen Kram. Und Ja, ja, wobei man ja Botschaften, es dazu ist ein sagen muss, dass in Treffpunkt. dem Rat selber sitzen ja aktuell an Anfang des Spiels nur drei Rassen drin. Ein Die Salarianer, Asari, Asari, die Trojaner und Salarianer die und Salarianer. genau. Es ist so ein bisschen wie die UNO, halt nur auf Galaxis getrimmt. Und Und genau, und die Zitadelle ist Brüssel, so ein ja, bisschen. so ungefähr. Eigentlich, Ja, wenn man es benennen und möchte, die ja. Menschheit wird halt durch die Allianz repräsentiert. Und es wird, also es ist es auch nicht so, dass die Menschheit wird eigentlich wirklich nur auf, ja, wird jetzt auf nicht bestimmte Rassen oder so runtergebrochen, ne? Dass es jetzt irgendwie Amis Nee. sind oder Europäer. Das ist eigentlich, das sind so Sachen, die sind im Mass Effect Universum schon geregelt. Ja, da sind alle Menschen halt Menschen Ja. und nicht mehr irgendwie irgendeinem Land zugehörig. Fertig, ne? Wie es halt in der Alien-Kultur so ist, ne? Ja, ich meine, klar, ich meine, Und bei den Kroganern, die haben auch unterschiedliche Stämme quasi, aber es ist ja nicht so, als würde jemand da Unterschiede machen, sondern das sind halt Kroganer. genau, ja. Also es gibt eigentlich diese Rassenkonflikte, die spielen sich eigentlich mehr so
unter den verschiedenen Alien-Gruppierungen ab, als jetzt unter den Aliens an sich. Also die sind eigentlich immer meistens sich gegenüber relativ klar, kann man sagen. Ja, Ne, die Also meisten. und Die es ist ja meisten. auch nicht so ohne, also es ist ja sehr viel passiert, muss man sagen, allein an Hintergrundgeschichte nur Genau. für den Rat, ja, also da gab es halt also die Geschichte ist ziemlich komplex, vor allen Dingen hier wegen den Rachni, mit den der Kroganer-Rebellion und den Rachni-Kriegen und so, Das ist auch sehr oder halt spannend. dann der Guess War, was auch immer, 1895, steht hier CE, was auch immer CE ist, aber wenn das an Menschenjahren, also schon eine Weile her, dass dieser Genau. Krieg mit den Guess war zum Beispiel. Und Es ist überhaupt sehr spannend. Das ist ja auch das Tolle an Mass Effect, dass diese ganzen Völker so eine ganz eigene Geschichte haben, die unfassbar spannend zu verfolgen ist und die auch wirklich keine wirkliche Schwarz-Weiß-Mechaniken erkennen lässt. Das ist alles sehr grau. Man kann eigentlich nicht pauschal sagen, der hat recht, der hat nicht recht, sondern jeder hat auf seine Art einen Punkt gemacht und man kann eigentlich nicht sagen, okay, er hat es richtig gemacht, der hat es falsch gemacht. Es ist halt, diese ganzen Konflikte, die entstanden sind, die sind halt irgendwie aus einer logischen Konsequenz der Geschichte entstanden und lassen jetzt nicht irgendwie darauf schließen, dass es jetzt nur passiert ist, weil der eine jetzt halt böse ist und der andere gut. Das ist halt wirklich das unfassbar Spannende, dass es nicht nur halt eine Geschichte ist, die so vielschichtig ist, sondern dass es ganz viele kleine Geschichten sind innerhalb dieses Universums, die man da halt so mitverfolgt. Und das kriegen ja nicht mal Filme vernünftig auf die Reihe, dass sie ein schönes Schwarz-Weiß-Bild zeichnen können mit ganz vielen Grauschichten dazwischen. Und das ist echt eine tolle Sache. Also ja, und man landet dann halt als Commander oder Commander. Gibt es eigentlich Commanderin als Ausdruck? Oder ich glaube Nee. nicht, oder? Ich Ne? Also weiß nicht, ich habe es auf Commander. Englisch gespielt. Auf Englisch sind alle Commander. Ja, okay. Aber ich glaube auf Deutsch auch, ne? Ja, es ist ja ein Es englisches. ist immer Commander Shepard, egal welches Geschlecht man jetzt im Endeffekt nimmt. Und man wird halt quasi als Allianzsoldat auf diese Reise geschickt. Man kann sich dann seine Vergangenheit aussuchen, ob man ein, wie war denn das, ob man Also es Weise gibt auf ist. der Erde Also, geboren genau, auf der Erde geboren oder und als ein. Weise dann, als einziger überlebt. Genau, und nein, 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 das einzige Überlebte ist was anderes. Es gibt drei Ursprünge für Shepard. Entweder bist du auf der Erde geboren, du bist im Weltraum geboren, weil deine Eltern quasi auch, also du bist auf dem Kriegsschiff geboren quasi im Weltraum, oder du bist auf einer Kolonie geboren, auf Mindoa. Oder du bist halt das Kind von zwei Soldaten und bist auf einem Kriegsschiff geboren. Das ist der Spacer-Background, sozusagen. Das gibt es. Und dann gibt es noch drei Möglichkeiten über deine persönliche Einstellung. Entweder du bist der Butcher von Türfan, weil du da quasi bist rücksichtslos. Du bist entweder ein Held und hast dich da in diesem einen Kampf ausgezeichnet, oder du bist der einzige Überlebende, indem du auf Arkuse von dem Treasure Maw fast gefressen wurdest, während alle anderen gefressen wurden. Genau. Und diese drei Optionen haben auch quasi Einfluss auf die Paragon- und Renegade-Punkte. Ja, genau. Und ja, wie gesagt, diese Abtrünnige und die, ja, wie hieß das Gegenpendant dazu, zu abtrünnig. Gut, Vorbildlich, oder? vorbildlich, stimmt, Vorbild. vorbildlich, genau. Das ist dann quasi so deine dunkle und die helle Seite und Je ja. nachdem, wie du dich entscheidest, je nachdem, was du für Antworten oder so Zwischensequenzen auslöst, je nachdem, wie das alles mit den Figuren interagiert, da bekommst du halt entweder vorbildlich oder abtrünnige Punkte. Und das wirkt sich dann auch auf den Verlauf aus, weil du dann vielleicht Sachen nicht oder also entweder nicht auswählen kannst oder halt dann nur das Gute oder nur das Schlechte auswählen kannst. Genau. Das ist dann, manchmal kannst du irgendwo gegen agieren oder dich einmischen, was dann gut oder schlecht für die Handlung ist.
Und dementsprechend ist es eigentlich immer ganz wichtig, sich irgendwie für eine Seite zu entscheiden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass jemand das wirklich abtrünnig machen möchte, Oh, weil dann ich ist man ja so ein kenne einige riesen Leute, die haben Arschloch. es halt mal gemacht, nur so aus Spaß. Ja, das muss sich doch furchtbar anfühlen. Ich finde schon, also ich persönlich würde es nicht machen, weil ich will mich ja gut fühlen und Ich glaube auch, ich würde mir die ganze Zeit denken, oh Gott, was bin ich für ein schlechter ja, Mensch. ist halt vor allem gerade bei Mass Effect ist es halt auch so gravierend, wenn du dich schlecht entscheidest, weil das halt ein sehr dialoglastiges Spiel ist. Und dir wird halt ständig dann irgendwas vorgeworfen, was du halt böse gemacht hast. Und wenn du dir das ständig anhören musst und immer daran erinnert wirst, dann, naja, man fühlt sich auch nicht gut dabei. Wobei Das man ist auch ja auch. sagen muss, das hat sich ein bisschen geändert im Lauf der Spiele, also was zwischen Paragon und Renegade ist, weil selbst der Renegade Shepard, also der Böse quasi, hat ja das gleiche Ziel. So ist es ja nicht. Der ist halt nur ein Ja, klar. bisschen rücksichtslos und absolut kaltherzig. Wegen dessen. Deswegen in Teil 3 vor allen Dingen sind die Renegade Options meistens gar nicht so böse, sondern einfach nur ja und egal. Also es ist einfach nur so, mir doch wurscht, was Irgendwie noch gemein. passiert. Man möchte ja Ja, nett also es und ist freundlich gemein, aber sein. es ist nicht mehr so schlimm wie in Teil 1 und Teil 2 sind manchmal sitzt du da nicht so, boah. In Teil 3 bist du einfach nur großklappig und fies zu den Leuten. Ohne dass du jetzt besonders Massenmord begehst oder so, wie was. Und das Teil 1 ja durchaus möglich ist. Zum Beispiel Ja. da Genozid mit der Rachni Queen und so. Also, Oh, das ist auch so. Oh Gott, wie könnte man sich dagegen entscheiden? Ja, aber ich kann mich da auch noch erinnern, das war auch bei Knights of the Old Republic schon so. Da waren ein paar Dialogoptionen für die dunkle Seite, die waren so unfassbar fies, wo ich echt gedacht habe, das ist so gemein, das kann doch kein normaler Mensch auswählen. Also ich weiß noch, da war irgendein Typ in der Wüste und der war von Robotern umzingelt, die mit Sprengkörpern beladen sind. Man konnte den halt aus der Situation rausholen. Und man konnte aber auch als Dialogoption wählen, ich werde mich schön weit weg von dir hinsetzen und genüsslich einen Eistee schlürfen, bis du verreckst. So, auf die Art, ne? Wo ich gedacht habe, Du boah, ey. mieser Du Arsch. miese Drecksau, ne? Und wenn er das dann halt sagt, dann geht der Typ halt und sprengt sich halt gleich direkt in die Luft, damit du halt auch stirbst, ne? So Sachen passieren dann halt da. Und ja, bei Mass Effect kann es halt auch sein, dass dann halt verschiedene Charaktere halt dann halt eben frühzeitig sterben. Und Und dann auch Einfluss auf ja. den Storyverlauf nehmen. Es gibt Ja. was großen Einfluss zum Teil halt. Das Witzige ist, in manchen Sachen wusste ich nicht mal. Ich war total verblüfft. Ich habe dann nachgelesen im Wiki in Mass Effect 2. Und da stand so da, wenn Rex gestorben ist. Und ich denke so, wann ist denn Rex gestorben? Gab es da eine Option, wo Rex sterben konnte? Das wusste ich gar nicht. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen. Aber möglich ist es. Und das ändert Vor die allem, Story ganz schön. Genauso wie die am haben auch. Ende. Kann Ja, man ja sag den ruhig. Rat retten oder nicht retten, was Ja. auch ganz stark Mass Effect 2 beeinflusst. Aber man kann es, gerade bei dem Rat konnte man nicht erahnen, was es für Ausmaße nimmt. Also man hatte gar keine Idee, was jetzt gut oder schlecht Allem ist. das Ding ist ja wirklich, also Caroline hatte sich ja dafür entschieden, den Rat verrecken zu lassen, weil Oh. der Rat immer scheiße zu einem Er war, ne? war immer scheiße zu mir und ich sah keine. Er stand mir doch die ganze Zeit im Weg. Warum sollte ich ihn retten? Ja, vor allem, aber du hast es ja dann gemacht, ne, hast sie sterben lassen. Und ich meine, du hast ja schon gesagt, so verdient haben sie es, aber. Aber ich kann sie eigentlich nicht sterben lassen. Aber verdient haben sie es. Aber eigentlich kann ich wenn das es dann nicht wirklich machen. passiert und du siehst halt, wie die verrecken, man hat schon so ein Kloß im Hals. Dann denkst du so, boah, das war schon ziemlich fies eigentlich. Aber verdient haben sie es ja auch doch irgendwie. Also man hat schon irgendwie kein Man so muss gutes ganz schön mit sich Gefühl. kämpfen, ja. Ja, und das schafft Mass Effect wirklich super, dass sie einem so dieses schlechte Gefühl geben, wenn man sich wirklich fies verhält. Und ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Ich fand es immer so ein bisschen lame, dass die Dialogoptionen, denke ich, immer die Richtung vorgaben, was jetzt das Gute und was das Schlechte ist. Naja, aber Weil man möchte auch irgendwo so ein bisschen Gewalt über Ich fand seine. das eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Andererseits hast du ja gesehen,
was es, also ich meine, man konnte ja sehen an der Kurzzusammenfassung von dem, was du sagen wirst, ist das jetzt nett, ist es nicht so nett oder ist es nicht nett? Ja, Und man muss dazu aber sagen, es also ich stand schon finde. in der Anleitung zu dem Spiel drin, dass es so funktioniert. Oben ist die nette Antwort, in der Mitte so eine neutrale und unten ist die fiese. Ich bin Steht aber schon auch in der froh, Anleitung weil. zum Maßeffekt drin. Ja, aber ich bin auch froh, dass es so ist, weil eigentlich, wenn ich mir vornehme, ich möchte gut sein und ich weiß nicht, ganz oft, ach, wo war das denn? Bei L.A. Noire war das zum Beispiel so. Da hast du gesagt, du möchtest etwas anzweifeln. Auf einmal schreit der Kerl die arme Frau da an, wo du denkst, ja, hohoho, Ja, ich wollte doch nur kurz zweifeln. Ich in hab, Dragon Age ist das auch so. In Dragon Age ist ja. es nämlich nicht sortiert, in Teil 1 zumindest nicht. In Teil 2 hat man das dann auch wie bei Mass Effect geregelt. Aber in Teil 1 ist es auch so. Da hast du einfach nur die Antworten untereinander aufgelistet, bei mal 6 Stück oder so. Man möchte Und da halt einfach die passieren Gewalt manchmal darüber sehr haben. unerwartete Dinge, je nachdem, was man auswählt. Ja. Das finde ich in Mass Effect schon eigentlich besser, dass das so geregelt Ja, wurde. definitiv. Also ich finde es auch Weil angenehmer, du wenn du hast ja einfach immer noch die weißt, dass es Möglichkeit, richtig fies zu machst. sein, wenn du das möchtest, aber du hast auch die Möglichkeit, wenn du das nicht möchtest, zu sagen, okay, ich bin immer gut oder ich bin Ja. maximal neutral. Aber ich muss sagen, mir hat es so ein bisschen das genommen, mich zu entscheiden, weil wenn ich weiß automatisch, das ist gut, dann habe ich schon gar nicht mehr gelesen, was die anderen Optionen waren und habe mich da Echt? gar nicht mehr damit auseinandergesetzt. Dann habe ich einfach schon rechts oben hier ausgewählt, angeklickt und habe mir das dann einfach an. Ja, ich hätte manchmal schon gern so ein bisschen noch, ja, so den Überraschungseffekt gehabt, so, oder dass ich jetzt eine Antwort auswähle, wo ich denke, das ist doch eigentlich gar nicht schlecht, aber dass der vielleicht, mit dem ich mich unterhalte, das gar nicht so gut auffasst. Sowas hätte ich dann schon ganz gern gehabt. Aber gut, das ist jetzt auch nur ein kleiner Kritikpunkt. An Mass Effect 1 können wir auch aussetzen, die ganze Kampfmechanik war da noch nicht Ja, so ganz ausgereift. die war eigentlich ziemlich schrecklich, um ehrlich zu sein. Also Ja. ich fand es nicht gut. Es gibt Leute, die fanden Mass Effect 1 hat das bessere Kampfsystem gehabt im Ja, Vergleich. ich bin eine Aber derjenigen. ich Also mag das nicht. Also ich kann damit nicht vom. umgehen. Ich kann zum Beispiel Mass Effect 1 auch nur mit der Pistole schießen, mit allen anderen Waffen. Das kriege ich einfach nicht gebacken. Ich glaube an die Waffen, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal die Handlung komplett Ja. erzählen, dann gehen wir mal da Ja. auf die Inhalte ein, Genau. weil sonst verstricken wir uns. Ja, Genau. so Mass Effect 1 startet damit, dass wir in einem Schiff sitzen und nach, wie heißt es? Irgendwas mit Eden. Eden Prime oder Eden so? Prime, genau, Genau. wir fliegen nach Ja. Eden Prime, um angeblich nur einen Test unseres, der Normandy durchzuführen, weil das ja so ein neues Schiff ist, neu gebaut von Turianern und Menschen zusammen gebaut ist, die Normandy. Das Beste, das vom Besten, was man kriegen kann, mit als große Neuerung dieser Stealth-Antrieb. Also man kann quasi unterhalb des Radars und unbemerkt fliegen, sich nähern. Und eigentlich sollen wir das nur testen. Das finden aber alle an Bord schon irgendwie ein bisschen komisch, weil A ist da der Nihilus an Bord, das ist ein Spectre. Spectre steht für Special Tactics, nee, Special, doch Special Tactics and Reconnaissance, glaube ich. Ja. Und das ist so die Special Task Force des Rates, die auch sonst keinem untersteht, also die sind so ihre eigene kleine Armee. So ein Diplomaten, glaube ich, wenn das so, also Nee, nee, Diplomatenstatus. gar Ist nicht. Die nicht Spectre sind, es ist so eine wirklich so Art eine Judge Art Dredd? Special Task Force, die aber wirklich nur dem Rat untersteht. Und dementsprechend auch nur vom Rat irgendwelche Anweisungen bekommt. Ich meine, wir werden Können ja wir nachher das? auch Inspector, so ist ja nicht. Aber nein, das ist jedenfalls an Bord. Und halt Captain Anderson ist an Bord und Captain Anderson ist halt einer von den großen Kriegshelden aus dem First Contact War mit den Turianern. Ja. Und deswegen finden das Joker zum Beispiel, das ist unser Pilot, findet das schon sehr komisch, dass die da an Bord sind. Da ist irgendwas faul. Also man ist überbesetzt für so eine kleine Genau, eigentlich für Sache. einen Testflug ist völlig überbesetzt. Und wir erfahren dann auch später in einem Gespräch mit Nihilus und Captain Anderson, dass wir quasi selber, dass Nihilus an Bord ist, um uns zu testen und zu gucken, ob wir es wert sind, als erster Mensch zu den Spectern aufgenommen zu werden. Und in dem Moment kriegen wir so eine lustige Videofeed-Einspielung von Eden Prime, wo gerade so ein Reaper dabei ist, alles zu töten, was rumläuft. Genau. Weil man hat ja auf Eden Prime einen proteanischen Sender gefunden. Oder ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ja, das ist ein Sender. Ja, Ein die Sender. Proteaner, sollte man vielleicht auch sagen, Proteaner sind sozusagen die Urrasse. Ur-Urrasse, genau. Die alles, Ja, die am genau. Anfang des Universums halt standen und Auch nicht. ja, auch Das nicht. stimmt ja eigentlich nicht. Wie wir aus Teil 3 wissen, stimmt das ja nicht.
Man sollte Aber vielleicht die auch. Proteaner waren auf jeden Fall die Rasse, die vor unseren, also die vor denen, die jetzt da sind, dass die Galaxie als Hauptrasse bevölkert haben, quasi. Genau. Genau, die Und ganzen davon Massen. wurde halt so ein Sender gefunden auf Eden Prime und den sollen wir bergen. Und offensichtlich sind da auch andere dran interessiert. Und so geht's dann los, ja. Ja. Ja, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie das war. Also ich weiß nur noch, dass der Spectre, da war noch ein anderer Trojaner dabei, Ja, ne? das ist Und der Nihilus. Also Nihilus ist der Spectre. Nihilus. Und Und aber Saren, da um den ging es doch genau, dann Saren. Saren spezifisch. ist der Saren. Böse. Oder Saren Artorius. Stimmt. Er ist Er im ist. ersten Teil quasi der Antagonist Ja. des Spiels. Aber man merkt ja dann später, dass er selbst auch nur Eine eine Marionette Marionette ist. ist. Ja, genau, Mittel zum Zweck war. Und Genau. warum wir als Shepard so sehr involviert werden in diese Story, liegt eigentlich daran, weil dieser proteanische Sender, oh, Beacon, ja, auf Englisch heißt es Beacon, der wird aus Versehen aktiviert von Alenko, während wir daneben stehen. Alenko ist unser ein Teammitglied von uns, Kaiden Alenko. Und wir schubsen dann quasi Alenko weg und dann schnappt sich dieser Sender uns und pflanzt da diese Notfallbotschaft von den Proteanern, so eine Warnung mit richtig schrecklichen Bildern. Ich muss auch Ah ja, sagen, ganz ehrlich, stimmt, das fand ich ja. so schrecklich, dieses. Das war richtig Das war heftig richtig irgendwie. übel. Als Spieler fand ich das auch richtig übel. Ich habe das, vor allem diese Geräusche, dieses Ja, es mechanische war schon Schreien, krass. was man, dieses, oh, dieses Kreischen von irgendwelchen Motoren, was man da hört, das war schon echt hart. Und Pflanzt das in Shepards Kopf und das lässt wie Shepard nicht bedrückend wieder das sein los. muss für den Menschen, dann halt sowas in sich zu spüren. Ist schon krass. Ja. Und das ist einer der Knackpunkte. Dieses Erlebnis sorgt eigentlich dafür, dass wir wirklich in diese Story involviert werden. Und halt der Umstand, dass Saren Nihilus tötet und dann der Rat sagt: Ey, Alter, da ist einer von unseren Leuten gestorben, wir glauben dir kein Wort. Und wir dann dabei sind, erstmal zu beweisen, dass A, Saren dieser Verräter ist. Und B, dann, nachdem wir langsam so einen Hinweis darauf haben, dass es tatsächlich eine Warnung ist und dass eine Riesengefahr droht, das auch zu verhindern. Genau. Wie ging denn das dann nochmal weiter? Ich meine, die sind ja dann zur Zitadelle geflogen zusammen und dann ging das ja so richtig los, ne? Und dann Ja, dann haben wir geht's ja zuerst, auch. auf der Zitadelle gibt es jetzt mehrere Dinge, die man zuerst tun kann, je nachdem, was man halt möchte. Also erstmal müssen wir beweisen, dass Saren quasi der Verräter ist. Da müssen wir Hinweise für suchen. Und die finden wir auch, indem wir Tali, die Quarianerin, Talisora, Vasnema. Vasnema? Kann das sein? Ist das im ersten Teil so? Hat Tali schon im ersten mitgemacht? Ich weiß gar nicht Ja, mehr. Tali hat im ersten Tali? mitgemacht. Die ist eine der ersten Personen, die wir rekrutieren für unser Team, weil sie hat einen. Sie hat mit ihrem Omni-Tool aufgenommen, wie Saren mit. Ja, klar. Ich würde sagen, Lieras Mutter redet über den Verrat, also über den Angriff. Und Ja. deswegen diese Aufzeichnung von Tallys Omni-Tool bringen wir nachher zum Rat und dann glaubt der Rat uns auch. Aha. Aber man sollte vielleicht auch mal kurz sagen, weil auf dieser Zitadelle, wenn man da das erste Mal ist, da lernt man eigentlich erst so richtig diese ganze Mass-Effect-Welt kennen. Ne? Man lernt diese ganzen Völker zum ersten Mal kennen. Ne? Und dann sollte man vielleicht jetzt mal an dieser Stelle mal kurz die ganzen Völker mal vorstellen. Also wer dieses Mass-Effect-Universum eigentlich alles bevölkert. Ne? Also Tali ist eine Quarianerin, wie du schon sagtest. Und die Quarianer, hatten auf ihrer Welt so eine Roboterarmee geschaffen, die Geth. Die Und waren irgendwann. eigentlich gar keine Armee. Es waren keine, ne? Und Nein, nein, dann. die Es waren waren. eigentlich hilfreiche Die haben Hausroboter, mit denen oder? zusammengelebt, hilfreich. Genau. Und die haben für die gearbeitet und mit ihnen gearbeitet und haben dann durch Vernetzung untereinander quasi ein eigenes Bewusstsein erlangt. Und weil die Quarianer dann plötzlich Angst davor hatten, sie wollten sie töten, was die Gäste, die sich dessen bewusst waren, dass sie quasi existieren und dass sie mehr sind als nur Roboter, haben das natürlich verhindern wollen. Und daraufhin gab es dann diesen Krieg Genau. Ist im gegen Prinzip, die Quarianer. Und woraufhin die Quarianer von ihrem Heimatplaneten geflohen sind und seither leben sie auf so einer, wie so Vagabunden quasi in ihrer Flotte.
Genau, und es ist, im Prinzip ist dort die Matrix-Realität geworden. Ne? Also die Geschichte der Matrix ist quasi die, die das Volk der Quarianer heimgesucht hat. Und ja, und wie du schon sagst, sie pilgern quasi auf ihrer Flotte, haben keine Heimat mehr. Diese Heimat wird jetzt von den Robotern, die sie geschaffen haben, bevölkert. Und ja, die bekämpfen sich halt seitdem jeher. Ne? Und die Quarianer, die können halt auf keinem anderen Planeten halt existieren. Die müssen dann in solchen Anzügen ihr Dasein fristen. Ich glaube, die können ja nicht mal auf ihrer eigenen Flotte, können sie ohne ihre Anzüge leben. Ne? Die werden. Naja, sie könnten wahrscheinlich theoretisch, weil die Flotte ist steril. Also dort wahrscheinlich würde das gehen, aber sie tragen trotzdem in der Regel ihre Anzüge, ja. Ja. Zum Beispiel, dass das größte Vertrauensbeweis zwischen Quarianern ist, wenn man quasi, wenn sie quasi ihre Anzüge zusammenschließen. Und So der schönste ungefähr. Vertrauensbeweis zu Shepard, den man Ja, einfach genau. nicht. Oh. Da muss ich auch jedes Mal so ein bisschen weinen an der Stelle, wenn ich Ja, Effekt das ist so sehe. traurig. Oh, so süß. Ja, Genau. ich muss mich weil die kurz ein. Quarianer ein extrem schwaches Immunsystem haben, weil sie auf ihrem Planeten so ein ganz spezielles, nicht Biotop hatten, aber halt, die haben dort mit der Flora und Fauna ziemlich eng zusammengelebt und haben deswegen so ein komisch angepasstes Immunsystem, was es ihnen nicht erlaubt, normalerweise mit den restlichen Bevölkerung zusammenzuleben, ohne dass sie sterben würden und Fieber kriegen. Also sobald so ein Quarianer seinen Anzug verletzt, kaputt hat, kann das schon durchaus ein Todesurteil sein, wenn es blöd läuft. Wobei ich mich da auch immer gefragt habe, wenn Tali als Einsatzmitglied bei dir mit Ja. unterwegs ist und angeschossen wird, ich meine, die hätte ja schon 1.000 Tode sterben Ja müssen, gut, allein aber die haben ja auch so deswegen. Notfall. Also man muss Ja, dazu so sagen, die Kampfanzüge flüssiges sind ja mit so Antibiotikum und so. Notfallsiegeln versehen, quasi, die automatisch einfach dann zugehen und verhindern, Ein dass sich, selbst wenn irgendwas Uniform-Airbag. eingedrungen ist, weiter ausbreitet. Prima. Da siehst du mal, die haben an alles gedacht. Das wird auch in Ganz Mass schön Effect schlau. 2 erklärt, wo der Kyle Riga angeschossen wird. Ah, sehr schön. Aber das weiß man wieder, ne? Die haben wirklich an alles gedacht, ne? Dass gar nicht erst doofe Fragen aufkommen, haben sie irgendwie alles schon in irgendeiner Form logisch erklärt. Also für sich geschlossen ist eh, ich finde es absolut beeindruckend, wie viel logisch erklärt wird in diesem Universum. Also es gibt wirklich sehr viele Antworten auf Fragen, die du vielleicht erst gar nicht stellen kannst, weil sie ja schon hinzugeworfen werden, diese Antworten. Und das finde ich absolut beeindruckend. Ich habe auch immer sehr gerne diese ganzen Codex-Einträge gelesen oder mir Oh ja. angehört. Das war wirklich sehr faszinierend. Also dann merkt man auch, wie viel Liebe zum Detail dafür diese ganzen Ja. Völker aufgewendet Man wurde. muss aber auch dazu sagen, das Schlimme ist daran, wenn man das so aus Mass Effect so gewohnt ist, findet man jetzt immer, egal wo, ob im Film, im Fernsehen, in Büchern, wenn das nicht so intensiv gemacht wird, findet man das immer langweilig, die Worldbuilding. Da Ja, findet man genau. immer, oh, hier fehlt mir Information, oh, das weiß ich alles nicht, das weiß ich alles nicht, warum weiß ich das Wie soll denn alles das nicht? funktionieren? Ja, Ja, genau, man genau. nörgelt die ganze Zeit rum eigentlich, das ist total schlimm. Ja, weil das Ding ist wirklich, in Mass Effect kriegst du die Sachen viel schlüssiger und glaubhafter erklärt, wie jetzt zum Beispiel in Star Wars oder in Star Trek. Ich finde, das Universum, wie es dort funktioniert, wirkt auf mich viel beliebiger. Und bei Mass Effect habe ich wirklich das Gefühl, dass wirklich jedes bisschen, was da passiert, auch irgendeine Bewandtnis hatte oder irgendeinen Grund. Ja, das ist wirklich toll. Und ja, die Quarianer, die Geth, wie gesagt, das ist der eine große Konflikt, der innerhalb dieser Serie auch gelöst wird. So viel kann man verraten. Und der zweite große Konflikt, würde ich sagen, ist der zwischen den Kroganern und den Salarianern. Und eigentlich auch Ach, den eigentlich die Turianer. Eigentlich die Turianer waren diejenigen, die den richtigen Krieg mit den Kroganern hatten. Die haben nur Salarianer benutzt, um diese Genophage zu entwickeln. Und deswegen hassen die Kroganer die Salarianer. Aber eigentlich Krieg geführt haben die Turianer. Waren das nicht noch diese Insektenrasse? Wie hieß die nochmal? Die Rachni. Die Nee, das ist Rachni. was anderes. Das kann man nicht. Das Aber ist. die Kroganer Ich wurden sag doch ja, gegen die die. Geschichte von vorher, bevor wir in die Story einsteigen, die ist sehr komplex. Wer da mit wem kämpft, weil es ist so, die Rachni war eine Bedrohung. Das war ungefähr 400 Jahre, bevor die Geschichte spielt, soweit ich weiß, oder sogar noch eher. Und die Kroganer haben Vorteile als Kämpfer. Sie vermehren sich unglaublich schnell, sie sind schwer zu töten.
Dementsprechend haben damals die Council-Rassen, also die aus dem Rat, gesagt, okay, die Kroganer können für uns gegen die Rachni kämpfen. Genau. Haben sie auch gemacht, Rachni platt gemacht. So. Problem war, Kroganer vermehren sich danach ja immer noch übelst und sind halt total sehr kriegerisch veranlagt. Und dann gab es einen Konflikt mit den Asari, weil die Asari die auf irgendeiner Kolonie nicht mehr wollten, woraufhin dieser Krieg ausgebrochen ist. Weil die Kroganer auf einmal total empört waren, was das soll, dass die da von der. Weil die Kroganer haben dann expandiert, massiv, und das ging einfach nicht. Und dann gab es diesen Krieg. Und der wurde gewonnen vom Rat, weil die Turianer sich eingemischt haben. Die gehörten damals noch gar nicht dazu. Die sind dann zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit dem Rat quasi. Und die haben gesagt, ja, nee, die Kroganer sind eine Bedrohung, die müssen weg. Haben sich eingemischt und haben dann die Salarianer benutzt, also denen ihre Genophage, um den Krieg zu gewinnen. Genau, die Genophage, die war quasi so eine Art Virus, der die Kroganer unfruchtbar gemacht hat. Oder fast unfruchtbar, ja. Ja, oder fast, ich glaube, jedes Tausendste wird noch geboren, ne, so Ja, ungefähr. genau. Und alle anderen sind totgeboren. Genau, und so hat sich halt allmählich das Kroganer-Volk dezimiert. Die Kroganer haben sich ja auch selbst weggebombt. Ihr ganzer Planet ist ja so eine Nuklearhülle. Ja. Und ich glaube, das sind die einzigen, die sich selbst noch tot kämpfen würden. Ja. Aber die Kroganer sind halt wirklich so eine Art Hardcore-Klingonen-Volk. Aber irgendwie, obwohl sie so kriegerisch sind, ist es halt wirklich die Maßnahme, die gegen sie unternommen wurde, halt so krass, dass man sich halt auch dabei ertappt, dass man sogar mit denen Mitleid hat und irgendwie das Ganze demokratischer lösen möchte innerhalb des Ja. Spieles. Ja, aber das ist halt auch eine der spannendsten Fragen, ob man diesen Kroganern jetzt über den Weg traut und sie halt machen lässt oder ob man diese Genophage jetzt halt bestehen lässt. Und diese Frage löst man halt auch im Endeffekt dann im dritten Teil. Und ja, die Salarianer, die sind quasi, die haben die Genophage entwickelt und die sind so eine Art Wissenschaftler, dominantes Volk, die leben nicht sehr lange, sind jedoch in ihrer Lebenszeit sehr aktiv, sprechen unfassbar schnell, sind krasse Super-Nerds sozusagen. Ja. Und ja, es ist sehr anstrengend, ihnen zuzuhören, auch im Spiel. Also wie hieß denn der Salarianer, sage ich schon, Salarianer, den wir Er mit, singt der Morden singt, ja, wie, Solos. Morden Solus, genau. Genau, das ist unser Stimmt. Teammitglied in Mass Effect 2 und Mass Genau. Ah, Effect 3 auch super. so ein bisschen. Exakt. Mass Effect 1 ist ja noch nicht dabei. Nee, da war noch nicht dabei. Aber es gibt ja im Endeffekt aus jeder Rasse, die man kennenlernt, hat man dann quasi einen mit dem Team. So, was gab es noch? Die Turianer, genau, das Ja. ist quasi die, ja, die First Conflict-Rasse, die man so trifft. Ist den Menschen gar nicht mal so unähnlich, würde ich Ja. sagen. Ist natürlich auch eine Alien-Rasse. Die sind ein bisschen, aber sie sind ein bisschen, die sind viel steifer als Menschen und halt rein militärisch. Also sie sind sehr auf ihren Rang und auf so Ränge eingeschossen. Stimmt. Alles, Genau. alles, was dort läuft, geht immer dieser folgt einer Befehlskette. Also da gibt es nichts wie, ja, das funktioniert so nicht, deswegen machen wir es einfach anders, sondern man macht es immer genau so, wie man das schon immer gemacht hat und folgt einer Befehlskette ziemlich stur eigentlich. Die sind relativ steif in ihrem Verhalten. Und wenn man das halt nicht ist, auch als Turianer, dann kommt man da mit seiner eigenen Rasse nicht so ganz klar, wie wir von Garrus wissen. Ja, genau. Und dann gibt es noch die Asari, wie gesagt, dieses hochentwickelte Volk, das sehr, ja, wie soll man sagen, es ist ein unisexuelles Geschöpf Ja, sozusagen, die aber Asari. unisexuelle Rasse, die aber eigentlich nur aus Frauen besteht, theoretisch, für uns jetzt. Ja, also vom Aussehen her würde man das so sagen, ja. Ja. Also es sind eigentlich Zwitterfrauen. Naja, eigentlich ja nicht. Also ich glaube, von den Also, Geschlechtsteilen her, ja. glaube ich, haben sie schon nur weibliche Geschlechtsteile. Der Witz ist, sie brauchen halt keinen. Sie brauchen keinen Mann, um sich zu vermehren, sozusagen. Also sie brauchen kein anderes Geschlecht, um sich zu vermehren, weil das über die Verschmelzung irgendwie ja funktioniert. Über den Kopf quasi. Weil Genauso, die jeder kann kein. mit jedem Also sozusagen. wenn sie ein Kind kriegen, dann wird einfach nur ihre DNA verändert und anders geprägt quasi. Also
Jedes Kind, was sie kriegen, ist auch immer Asari. Egal mit wem sie das Kind haben. Mhm. Asari können sie auch mit jeder anderen Rasse fortpflanzen. Ja, sehr praktisch. Ja, aber Kinder praktisch. Von ihnen sind immer vollständig Asari. Ja. Ja, und dann gibt es noch die Drell. Die Drell, oh, da muss man mir jetzt helfen. Sind das nicht diese Glubber? Nein, Dinger? Das sind die Hanna. Die Hanna sind auch wie so Quallen. So ja, genau. Die sind super. Die immer von sich in der dritten Person sprechen. Ach, sind die Drell, die aussehen wie... Die leben aber auf dem Planeten der Hanna, weil die Drell ihren Planeten auch kaputt gemacht haben, so wie die Sind das diese Elefantenmenschen? Da? Sind das diese Elefanten? Die leben deswegen auf dem Heimatplaneten der Hanna. Die Drell sind so amphibisch aussehend, so wie... wir haben auch ein Teammitglied von den Drell in Teil 2, in Teil 3. Wie heißt in Teil 2? Wie heißt er? Der Assassine. Fällt gerade der Name nicht ein. Die habe ich aber im ersten Teil. Haben die schon im ersten Teil? Nein, nein, die kommen in Teil 1, werden die gar nicht weiter erwähnt. Zane war super. Ah ja. Genau, also die haben auch eine relativ tragische. Story, vor allen Dingen ist es so, dass die auf dem Planeten der Hanna eigentlich nicht leben können, weil die brauchen es trocken und warm und auf dem Planeten der Hanna ist sehr viel Wasser. Ja, schlecht für die. Deswegen sterben viele von denen an dieser Lungenkrankheit, die man auch nicht heilen kann. Dann gibt es noch die Volus. Das sind so moppelige Etwas. Ne? Ach ja, genau, diese Maulwürfe da. Genau, die Maulwürfe. Ich denke auch immer an Maulwurf, wenn ich die sehe, ja. Ja, genau, kleine Maulwürfe im Aber die sind ganz schön nervig. Das sind so Sparkassen-Maulwürfe. Ja. Das sind halt alles so Händler, ne? Immer genau, meistens. Händler und die sind halt so finanziell, also die sind so die Wirtschaft, so Wirtschaftstreibende. Sind halt kleine Beamten. Auch. Ja, super nervig. Ja, super nervige Beamten. Ja. Das ist die Elkor. Das sind die Elefantentypen, ne? Ja, genau. Die sind auch toll. Interessant, die sind sehr süß. Die so faszinierend sprechen. Ja, weil sie ihre eigene Emotion, also sie können keine Emotionen so zeigen oder beziehungsweise Emotionen, wie sie für uns. Sie haben keine Mimik im Sinne. Genau, und es würde als Emotionsausbruch gelten, wenn man irgendwie lachen würde oder sowas. Das machen die einfach nicht. Genau, deswegen heißt es sowas wie freudig erregt. Und die reden auch völlig, die reden ganz monoton, die haben können ihre Stimme nicht, also die haben keine Inflexion in der Stimme. Und deswegen sagen die halt dann sowas wie freudig erregt vorneweg, um auszudrücken, mit welchem Gefühl oder Sentiment quasi das belegt ist, was sie gerade sagen. Genau. Und das ist wunderbar. Das ist ganz und ich finde, das ist auch so eine geile Idee. Also, dass da auch noch nie irgendwie vorher, ich meine, gut, vielleicht gibt es irgendwo einen super-duper-mäßig independent-mäßigen Science-Fiction-Film oder so, der sowas mal gemacht hat. Aber ich habe das noch nie so gesehen, dass mal einer die Idee hatte, eine Rasse so von der Sprache her aufzubauen, dass sie das so hier durchziehen. Ja. Das fand ich echt klasse. Und das ist halt wirklich nur eine kleine Nebenrasse, die du nur ab und zu mal auf der Zitadelle triffst. Und trotzdem steckt da so viel Liebe drin. Das ist echt klasse. Ja, aber... Und es gibt noch viel mehr Rassen. Also, muss ich dazu sagen. Es gibt noch sehr viel mehr Rassen. Ja. Genau, es gibt ja immer halt die Zitadell-Rassen quasi. Das sind halt Asari, Drell, Elkor, Hanna, Menschen, Salarianer, Turianer und Volus. Dann die Nicht-Citadel-Rassen, da sind unter anderem auch die Batarianer dabei und die Quarianer und die Kroganer, aber auch sowas wie die Gess, die Reaper, die Watcher und die Yark. Und dann gibt es noch viel mehr Rassen. Also es gibt verdammt viele Rassen, die eine Rolle spielen. Ja. Ja, und letztendlich kommen ja die ganzen Rassen danach am Schluss zusammen, ne? Und das ist halt echt, das Spannende ist halt wirklich, man hat zu jeder Rasse dann so einen engen Bezug, weil man halt jeder aus seiner Crew ist repräsentiert quasi so eine Rasse und fühlt sich sehr verbunden zu diesen ganzen Rassen gegen Ende der Trilogie. Ja. Und ja. Man erledigt ja auch für jede Rasse irgendwas Wichtiges eigentlich, vor allem in Teil 3 dann. Ja, man nimmt ja wirklich auf jede Rasse in irgendeiner Form Einfluss im Endeffekt. Und ja, im ersten Teil, wie ging es dann weiter? Also bist du dann auf der... Also wir sind auf der Zitadelle. Wir treffen dann quasi Tully und Garrus zum ersten Mal auf der Zitadelle. Genau. Und rekrutieren die quasi auch schon. Und wenn wir gehen,
Also dann überführen wir halt Saren und dann sagt der Rat, ja, jetzt können wir verschiedene Dinge machen, bla bla, irgendwie so. Und dann unter anderem sollen wir halt einmal mit Leera reden. Die ist gerade zu einer Ausgrabung auf dem Planeten Terum. Dann gibt es eine Kolonie, die unsere Hilfe braucht irgendwo. Und das sind so Dinge, die kann man dann frei wählen, was man zuerst machen möchte. Genau. Und wir rekrutieren aber am Anfang schon mal Tully, Garrus und Rex auf der Zitadelle. Gleich. Und mit denen fliegen wir dann auch schon los. Und ich gehe dann meistens zuerst Leera rekrutieren auf Terum. Ich glaube, vom Schwierigkeitsgrad hat sich es auch nicht genommen, ne? Ich glaube, das hat immer gelevelt, je nachdem, was du zuerst Ja, gemacht das war hast, ist immer irrelevant. Ich glaube, gleich das wurde geblieben. immer angepasst, immer deinem Level angepasst. Aber ich mochte halt gern Leera im Team. Außerdem ich mochte sie ganz gern, deswegen wollte ich halt vorher die ganzen Romance-Dialoge haben, die man halt nicht hat, wenn man sie zuletzt rekrutiert. Da hat man einfach gar nicht genug Zeit, bevor man zu so einem Punkt kommt, zu Point of No Returns. Es gibt in jedem Spiel mehrere Point of No Returns. Und wenn man bis dahin nicht alles erledigt hat, kann man das danach einfach Also, nicht mehr machen. ja, der Oder man kann auch Dialoge krasseste, nachher einfach nicht mehr haben. ja, der krasseste Moment, an den ich mich beim Mass Effect 1 erinnere, was jetzt so Love Interest angeht, dass du irgendwann, ja gut, ich bin ja jetzt eh weiblich gewesen, aber es ist trotzdem nicht so einfach, sich zwischen seiner Freundin und dem Love Interest zu entscheiden. Das ist so krass, wo du denkst, Aber diesen ey, Dialog eigentlich hat ist, man nicht immer. ja. Deswegen, den Dialog hat man nicht immer. Echt nicht. Ach, Nein, guck. den hat man nur unter. Deswegen, ich sag ja, man, das klappt nur, wenn du quasi. Also, bei mir, ich habe den Dialog immer nur dann gehabt, wenn du Leera wirklich gleich als erstes rekrutierst, weil sonst ja, da fehlt ein Dialog, den du nicht triggerst. Und dann kommt der nicht am Ende, bevor wir nach Ilos springen, würde ich sagen. Der kommt sonst nicht. Es sind auch einige. Es ist auch witzig, man kann auch Leera als letztes erst holen. Also erst alle anderen Missionen machen und dann Leera holen. Und dann sieht man auch, hat einen ganz anderen Dialog mit ihr. Der ist geändert. Es ist sehr unterhaltsam, dann auch dieser geänderte Dialog. Den kann man sich mal angucken im Internet. Ich muss jedes Mal lachen. Was ganz spannend ist, wenn man sich dann für Kaidan oder Ashley entscheiden muss, Ja. das Krasse ist halt einfach, was dann die Auswirkungen auf die nächsten beiden Teile sind, dass es so weit hinausreicht. Ja, wobei es beim zweiten ja gar nicht mal so die krasse Ja, weil dann Auswirkung hatte. am Ende triffst du ja dann entweder auf einen der beiden wieder und Kaidan ist dann erstmal enttäuscht, dass man mittlerweile mit Garrus so ein bisschen umanbandelt. Und Okay, das hatte ich ja alles nicht. ja, also ich hatte mich für Kaidan entschieden, weil er mein Love Interest war. Und sein Bild stand dann auch im zweiten Teil auf meinem Schreibtisch. Und sobald Ja. ich mit Garrus dann sehr ernst wurde, war das Bild dann umgeklappt. Okay, ist interessant. Genau. Und Das habe ich nicht erlebt. Man muss ja dazu sagen, okay, vielleicht sollten wir es auch erleben. Love Interests. Es ist möglich, in Teil 1 gibt es drei Love Interests. Es ist einmal Ashley, Kaidan, Alenko und Leera. Leera ist das B-Love Interest, weil sie kann sowohl mit weiblichen Shepard als auch mit männlichen Shepard sich zusammentun quasi. Ja. Weil Asari ist das ja egal. In Teil 2 gibt es wesentlich mehr Love Interests, Eigentlich mögliche Love fast stimmt. Interests Da kannst du ja für. sogar die Bot-Computerschlampe rumkriegen, wenn du willst. Oder? War das nicht so Nein. wirklich? In Teil 2 gibt Nein. es einmal Wie Kelly, meinst du aber das? Kelly ist kein richtiges Love Interest. Nee, Das genau. ist. Oh, da habe ich mich so geärgert. Das muss ich gerade erzählen, wo wir gerade bei nicht wirklicher Love Interest waren. Ich war aus dem zweiten Teil gewohnt, dass ich mit Kelly poppen kann, wie ich lustig bin. Und es hat keine Auswirkungen auf die Love Interests. Dann habe ich es im dritten Teil mit der neuen Bordschlampe natürlich nochmal gemacht. Und dann ist auf einmal Garrus mit Tali zusammengekommen. Ja, Da war ich total schockiert. Ich wollte doch die dumme Schlampe weil nicht. Samantha Trainor ist ein richtiges Love Interest im Gegensatz zu Kelly. Ja, vor allem, ich dachte, das ist ja eine Frau. Ach, naja, mein Gott. Ne? Ist ja nicht so schlimm. Was ist das für eine Einstellung? Und aber das ging ja im zweiten Teil auch. Ja, aber mit Kelly, Aber mit ich wollte Kelly doch wurde ja mit nie gesagt, dass du Garrus. wirklich mit der in der Kiste warst. Vor allem Also der. mein Shepard hat mit Kelly nur nett zu Abend gegessen. So. Ich bin übrigens auch nicht mit der Bordcomputerschlampe ins Bett gegangen. Also mit beiden nicht. Ich bin Buh!
Aber ich Ja, bin die auch mit zweite hätte der. sich auch nicht für dich interessiert. Ja, gut, aber ich bin Amanda auch wirklich mit Trainor ist nur der Love Interest von der unsympathischsten weiblichen Frau im ganzen Hauptprotagonistin. Oh, Spiel mit der zusammengekommen. blöden Miranda. Ja. Doofe Kuh. Ich Sie mag war aber auch. Miranda. Ich finde Ich muss aber Miranda auch sagen, super. man hat es als männlicher Shepard auch gar nicht mal so leicht gehabt, weil es da fand ich, die meisten Frauen, die mitgemacht haben, waren entweder Zicken oder waren halt Aliens, ne? Und ich wollte halt dann irgendwie dann doch schon Die menschliche, geile ja, ich wollte halt Schlampose. menschliche Partnerinnen haben, aber im Endeffekt hätte ich dann schon gesagt, hätte ich mich doch lieber mal für Tali entschieden. Ich fand sie vom Charakter eigentlich am sympathischsten von Das allen. Das mein Kumpel hat coolste. gemeint, er hat nur deswegen den männlichen Shepard gespielt, weil er dann Tally als Ja. Romance Option hat. Das Das hätte er wahrscheinlich auch als coolste. weiblichen Shepard einfach gespielt, aber das gab es leider nicht. Auch wenn die Dialoge im zweiten Teil schon so sind, wo ich denke, eigentlich, so, naja, eigentlich war es ja schon gerade eine Liebeserklärung. Also, was ich am coolsten fand, war, ich habe ja mit Garrus dann angebandelt, und bin dann, wenn ich zum Salarianer gegangen bin, hat er immer gesagt, ja, ich habe auch noch schon, ich habe schon eine Creme rausgesucht, mit der sie dann ohne Probleme mit einem, ach, was war denn nochmal? Turiana, ja, so Turiana. gegen den Und Ausschlag und gegen die genau, Hitze und und so, ja, und die Abschürfung. ja, danke. Ja, ich bin ja Arzt, ich muss da doch auf sowas achten. Ja, Ja, das gut, ist ich ja, gehe da mal. bei den Drell ist es auch so, bei den Drell sagt er hat irgendwas zusammenge, weil bei Drell ist es wohl so irgendwas mit Halluzinationen, hat er auch was gegen die Halluzinationen. Das ist ja super. Obwohl, also im Nachhinein wünschte ich mir schon, dass ich ach, ich habe gerade Zehn. Wortführungsschwierigkeiten, mit dem Thane zusammengekommen wäre, weil dann hätte er wenigstens noch vor seinem Tod. Spoiler. Ja, komm. Ja, das ist genau egal hier. Jetzt ist es wirklich wurscht. Also Also, wer wir sich reden das ja über hier so viele anhört. Details. Wir Naja, müssen das jetzt auch klar. alles einfach mal loswerden, sonst wird Daniel Ja, ausflippen. genau. Genau, weil Thane, ich habe Thane ziemlich warm gehalten, bis zu dem Punkt, wo es dann konkret wurde. Und dann habe ich ihm leider gesagt, ja, wir sollten besser Freunde bleiben. Miau. Ich muss dir sagen, ich habe das nie gemacht. Ich habe in Teil 1 war Liara mein Love Interest und ich bin auch Liara in fast all meinen Spieldurchgängen immer treu geblieben. Dann habe ich extra einen neuen Shepard angefangen, der in Teil 1 kein Love Interest hatte und habe dann in Teil 2 einmal Garrus das durchgespielt, weil das ist so witzig, die Dialoge auf Englisch vor allen Dingen sind einfach nur, das ist so Garrus ist witzig. Es ist super, das ist sehr witzig. super geil, vor allen Dingen das mit dem I like to savor the last shot before popping Ja, the genau. Oh, das war super. Ich habe loop. mich totgelacht. Ich habe mich totgelacht. Das war so geil. Beste Satz ever. Das war unfassbar. Ich muss weitermachen. Ja, genau. Das habe ich das Ja, gerade und wirklich dann habe ich auch noch gesagt? mal bei Sane das durchgespielt. Und also auch jedes Mal einen neuen Shepard angefangen dafür. Weil, wie wir in Teil 2 lernen, aus Liara, die am Anfang so klein und schüchtern und total niedlich und naiv ist, wird in Teil 2 so eine relativ fiese Informationsbrokerin. Und Ja. da habe ich gedacht, nee, die willst du lieber nicht betrügen. Weil wie war das noch? Wenn du mich nicht bezahlst, I'm going to flay you with my Ah. mind. Habe ich gedacht, Ah. lieber nicht. Bisschen gruselig, ne? Ja, Ja, ein bisschen. ich fand's auch doof, Ja, irgendwie. ich mochte sie irgendwie nicht. Ich weiß Ich nicht, mochte ich das weiß in nicht. Teil Sie war 2, mir war zu ich erst steif. sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich war unglaublich enttäuscht, wie das gehandelt wurde, vom Charakter her. Dadurch, dass dann diesen DLC gab mit dem Shadow Broker, der einfach nur pures Gold ist, muss man ja dazu sagen. Da Ja, sind gut, so über viele die. Sachen dabei, wo man sich einfach nur schier den Arsch weglachen kann. Vor allem diese Verfolgungsjagd in dem Taxi. Okay, Rechts, also rechts, ich habe speziell gesagt rechts. Oh mein Gott, wir werden sterben. Also da hörst du immer diese Dialoge, während du da fährst. Das ist so geil. Es ist pures Gold. also speziell die DLCs, ich glaube, da kannst du alleine dann drüber sprechen, weil ich habe keine Ja, Ahnung. genau, wir Also, beide haben die wir haben nicht die beide nicht gespielt. Ja. gespielt. Ach so, okay. Dadurch, das hat dann Mass Effect 2 für mich gerettet in der Beziehung, weil der ist einfach gut, der Shadow Broker DLC. An dessen Ende dann Liara halt den Shadow Broker, also der neue Shadow Broker wird. Was sie auch in Teil 3 dann weiterführt, ja. Also bei mir jedenfalls. Ich weiß nicht, ob es anders ist, wenn man das nicht gespielt hat. Nee, ist er, glaube ich, dann Aber sie doch ist auch immer der Shadow gewesen. Broker in Teil 3, oder? Ich meine schon, ja. Dieser hängt doch immer am Computer Ja, und genau. brokt Und irgendwas. in diesem DLC wird halt erklärt, wie es dazu gekommen ist. Also, Ah, okay. das ist sie vorher nämlich ja nicht. Sie jagt den ja in Teil 2 noch. Das ist ja ihre Mission. Und dann gibt es halt den DLC. Und dann ist sie das, wird sie das quasi. Genau. Gut.
Aber wir sollten vielleicht nochmal, um diese Love Interest-Geschichten abzuschließen, weil da gab es ja wirklich immer so ziemlich viel Kontroverse, ne? Also gerade im prüden Amerika waren diese ja hoch umstritten, Echt? weil du ja auch In, nacktes gar nicht mal in Fleisch Amerika. siehst. Das Witzige ist auch in irgendwelchen asiatischen Ländern sind einige Teile von Mass Effect auf dem Index. Aufgrund dessen, weil es möglich ist, homosexuelle Beziehungen zu haben. Richtig. Weil, Genau. okay, mit Liara, das ist nicht wirklich, das zählt nicht, meiner Meinung nach, aber das war halt schon von Anfang an dabei. Ja. Und man muss dazu sagen, dass viele Spieler sich das gewünscht haben, dass homosexuelle Beziehungen hinzugefügt werden, außerhalb von Liara, Ja, für den das stimmt, weiblichen ja. Shepard. Es war vor allem sehr Das lustig, wenn man in. mit als männlicher Shepherd mit dem Mann schlafen würden Keiner. wollen tollen. Was? Das gab es tatsächlich. Also gab es einige Spieler, die das gerne wollten. Ich meine, Dann wurde und in wirklich in Teil dieser 3 hat man das dann Sexszene, ja auch. in der Sexszene gab es dann ein weibliches Model für einen der beiden. Ich weiß nicht, ob es Shepard war Das oder war, glaube ich, Keine. im ersten? Ja, war es im Nein, ersten? nein, War das es ist im. nur ein Mod. Das ist Ah, ein das war Bug, der das Mod, geht ja. nicht. Das geht eigentlich nicht. Du kannst nicht als männlicher Ah. Shepard Kaiden als Love Interest haben. Es geht einfach nicht. Es sei denn, du Ah, moddest das okay. Spiel. Das Was würde es dann gibt. erklären. Es gibt auch, was echt heiß ist, von Mass Effect 2 gibt es die Szene zwischen Miranda und FemShep. Das ist echt heiß. Wurde auch gemoddet, ist gar nicht so kompliziert, da muss man einfach nur ein bisschen in einem Text rumbasteln. Es ist Ja gut, nicht so schwer. es ist die gleiche wie die mit dem mit dem Ja, es ist Male die gleiche wie Shepard. mit M wie mit dem Male Ja, Shep, okay, aber dann weiß ich ja, du was da kannst es ist. halt als es geht auch als FemShep, indem du quasi das Spiel denkst, du bist ein Mann, aber du spielst mit einem weiblichen Model. Das geht. Naja, Und gut. das gleiche gibt es natürlich auch für Teil 1. Und in Teil 3 wurde es dann quasi offiziell wurden sowohl ein männlich Homosexueller als auch ein weiblich Homosexueller Love Interest hinzugefügt, beziehungsweise männlich sogar zwei, weil man kann wohl mit Kaiden zusammenkommen, wenn er noch lebt in Teil 3. Und man hat den Shuttle-Piloten da als Möglichkeit. Und für Frauen hat man halt die Samantha Trainer hinzugefügt. Und Ashley geht aber nicht. Das weiß ich. Das habe ich gehört, das geht nicht, Ashley. Aber Ashley ist bei mir eh immer gestorben. Nee, gar nicht. Ashley ist bei mir immer da, aber die ist ja eh ein bisschen zickig in Teil 3 und schon Teil 2 zickig. Genau, die wollte ich auch nicht haben, blöde Zicke. Naja, aber was auffällt bei Mass Effect ist, dass alle Menschen unglaublich hübsch sind. Also die Frauen oder nee, Naja. doch. Also ich finde schon, also speziell die Frauen sehen alle so unglaublich gut aus bei Mass Effect. Es Echt? gibt, Also ich es muss ja gibt. ganz ehrlich sagen, da gab es ein Riesentheater, weil von Mass Effect 2 zu 3 wurde das Default FemShep Model unglaublich verändert. Und das Okay. war auf einmal gab es einen Da habe ich mich auch Riesenaufschrei. so geärgert. Ja, weil das einfach scheiße aussah. Das ist ja Total gut, ich meine jetzt scheiße. nicht Das FemShep, war. sondern die ganzen NPCs, jetzt, denen man unterwegs ist. Also es gibt ja keine richtig dicken Frauen oder keine Ahnung, kleine oder zu große oder Kinder gibt es ja auch nicht. Ne? Also man hat so das Gefühl, es gibt so einen, dieses perfekte Also genau, Frauenmodell. Kinder fehlten mir auch. So, ach nein, kleine Ja, Turianer, du genau. klein Kinderrüstungen. Oder halt auch Ja, das stimmt, Alte. das kommt gar nicht vor im Spiel. So Omas Genau, oder Alte so. und Junge, das hat mir total gefehlt, das war Das fand ich irgendwie ein bisschen schade, unrealistisch. ja. Es gab halt nur Wahrscheinlich war kein diese Geld mehr da, um noch mehr Model zu es gab nur entwickeln. diese perfekte also mittleren Alter Ja. Welt, ne, wo alle gleich Ah, alt es gab aber sind. so Jugendliche doch. Ja, Oder aber die so waren. Semi-Jugendliche, die sahen aus wie Erwachsene, aber die sollten Jugendliche sein. Naja, genau. Die waren einfach kleiner. Kleine Nicht mal, die Jugend. hatten einfach eine andere Gesichtstextur, glaube ich. Ja. Das hat man einfach vergessen, das stimmt. Aber das fällt einem auch erst später auf, ne? Das merkt man erst gar nicht. Ey, Aber wenn ihr das ich. nicht gesagt hättet, wäre mir das überhaupt nie aufgefallen. Das ist mir Da vorher noch nie hast bewusst es. Ja, da gewesen. sieht man es mal wieder. Ja, aber jetzt mal wieder, um die Story aufzugreifen, wie die im ersten dann weitergeht. Also, du kannst ja, hast ja dann quasi so freie Auswahlmöglichkeit, was du dann als nächstes machst. Aber im Prinzip läuft es dann darauf hinaus, dass du quasi mehr über die Reaper erfährst und Ja, eigentlich, genau, also eigentlich läuft es darauf hinaus, weil du hast ja von diese Warnungsmitteilung, Liara guckt die sich an in deinem Kopf quasi, weil die Asari sind ja so Tele na, nicht Tele sowas ähnliches wie Telepathen. Und sie erkennt einen,
Sie erkennt dann den Ort, der darauf ist, wieder, nachdem man einige Hinweise noch einigen anderen Sachen in der Galaxie nachgegangen ist. Und zum Beispiel muss man zwischendurch noch die Guests zurückschlagen, die auf einmal nach 300 Jahren aus dem Perseus-Schleier wahrscheinlich, heißt auf Deutsch, rausgekommen sind und plötzlich Angriffe machen. Das heißt, gegen die kämpfen wir auch noch im ganz Großen. Und dann stellen wir fest, da gibt es so ein Ding, das heißt die Röhre. Und die Röhre ist auf Eilis. Und wir wissen nicht, was es ist. Und wir wissen auch nicht, was wir damit sollen am Anfang. Und wir erfahren erst viel später, wofür sie gut ist. Oder wir wissen erst kurz vorher, wofür es gut ist. Wir wissen aber irgendwie, dass da ganz viele Sachen ganz total im Argen sind. Zum Beispiel haben wir dann diese Mission auf Noveria mit den Rachni, wo wir die Rachni-Königin treffen und sie entweder töten können oder leben lassen und freilassen können. Was ich ja auch geil fand im dritten Teil, dass es dann nochmal eine komplette Extra-Mission gab, wenn du die am Leben gelassen hast. Das Ja. fand ich echt cool. Das war eh eine ganz krasse Mission wegen. Also habe ich richtig geweint am Ende. Wurde sie da Wegen in der Röhre wegen drin, dem hast du? Kroganer, der ist ja da auch dabei. Hier, Ja. wie heißt er denn? Dieser Geklonte, Ja, ne? genau, der geklonte ist dann ja auch dabei. Da habe ich richtig geweint am Ja gut, Ende, der muss kommt ich erst im sagen. zweiten Teil. Ne? Ja, aber trotzdem habe ich da sehr geweint am Ende von der Stimmt, Mission. Das ja. fand ich so. Oh, vor allen Dingen, als es dann am Ende gut ausgegangen ist. Und ich für einen Augenblick schon dachte, es wäre alles vorbei quasi. Ja. Ja, der dritte ist eh der emotionalste Teil von allen. Klar, Ja. da wird so viel zu Ende erzählt. Ja. Aber gut, aber im Genau, ersten und dann. Teil, also im ersten läuft es ja dann wirklich darauf hinaus, ne, du erfährst mehr über die Reaper, ne, und du erfährst dann Ja. halt quasi, dass dieses Raumschiff, mit dem Saren Saren, geflüchtet ist, ja. dass es im Prinzip ein Lebewesen ist, ne, also dass es der Reaper, dass Ja. es ein eigenes Ding ist und dass Saren im Prinzip nur indoktriniert wurde, also manipuliert wurde von einem Reaper. Und daher wird dann am Schluss, das ist das große Finale von Mass Effect 1, wird die Zitadelle angegriffen von diesem Reaper-Schiff. Genau, weil man muss dazu sagen, eigentlich ist es so, die Reaper, alle 50.000 Jahre kommen die Reaper und löschen alles hochentwickelte organische Leben in der Galaxie aus. Punkt. Genau. Das machen die alle 50.000 Jahre, weil. Erfährt man das schon so im ersten Doch, das Teil? erfährt man schon in Teil 1, dass die kommen und alles ausvernichten wollen. Und um das zu tun, brauchen sie die Zitadelle. Auf der Zitadelle ist irgendein Code oder irgendwas passiert dann auf der Zitadelle und dann öffnet sich quasi da das Relay und dann können die da aus dem dunklen Raum, wo die sich aufhalten, können die dann dorthin kommen. Aber dafür brauchen sie die Zitadelle. Ja, das Und wir lustig. wissen das aber und haben das vorher ausgeschalten, diesen Mechanismus, haben den blockiert. Das hatte doch was mit den Keepern zu tun. Ich weiß nicht mehr wie, aber wir haben das blockiert. Und beziehungsweise wir verhindern das, indem wir ja auf Ilos diese Röhre benutzen, um auf die Zitadelle zu springen, weil das eine Art Mass Effect Relay ist, nur in klein. Genau. Ja, also das Und Witzige ist ja auch, die Zitadelle ist ja auch ein Ort, von dem der sehr geheimnisvoll ist. Es leben zwar dort alle, ne, alle kommen dort zusammen, der Rat ist da und macht, aber wo die Zitadelle herkommt und was sie eigentlich für eine Funktion hat im Universum, das ist eigentlich niemandem so richtig bewusst. Und das wird ja eigentlich auch erst in Teil 3, endgültig genau. Alle denken ja aufgelöst. bis dahin, dass das, also die Asari haben sie gefunden, die Zitadelle, und die dachten, die Proteaner hätten es gebaut. Genau. Vor allem, da wuseln ja auch lauter so Käfer, Spinnenviecher rum und reparieren. Also die halten die quasi die ganze Zeit in Stand. Ja, die Na, Keeper. ja genau, die Keeper. Und jeder lässt sie halt einfach rumwuseln und keiner weiß aber genau, was sie eigentlich da machen und wo sie herkommen und na, es Dabei ist. sind die eigentlich die Bösen, ja. Die sind die, die alle 50.000 Jahre die Reaper reinlassen. Genau. Und wir verhindern das halt in Teil 1 und zerstören dann auch den Reaper, den Saren benutzt als Kriegsschiff. Genau. Und überleben das auch eigentlich nur so zusammengematscht eigentlich. Ja, genau. Und Da hast du auch schon gedacht, oh, jetzt ist vorbei. ja, und Und dann. Saren, und es ist ja auch das Ding ist ja auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Wurde Shepard eigentlich erst ganz am Ende zum Spectre ernannt oder war das schon vorher, Nee, bevor das das Finale passiert, ist?
Ich weiß nicht, ob das passiert, nachdem wir Saren quasi überführt haben, oder ob das passiert, nachdem wir schon was gemacht haben. Ich glaube, das passiert aber, nachdem wir Saren überführt haben, werden wir zum Spectre ernannt. Ganz Okay. einfach, damit wir diese Ermittlungen, die wir dann durchführen können, überhaupt durchführen können. Genau. Aber sie sind halt alle super misstrauisch, ne? Weil wenn jetzt ein Ja, genau, Mensch man macht das ja eh hingeht. bloß, weil, ja, wir haben jetzt halt keine andere Option, so ungefähr. Aber es ist halt für die Aliens halt auch so eine Entscheidung, die treffen sie nicht gerne, weil die Menschen sind nicht unbedingt, wir sind, Vertrauenswürdig ja, halt. also wir werden halt sehr misstrauisch begutachtet, weil wir halt noch so neu im ganzen Ding sind, eine kriegerische Vergangenheit haben. Die trauen uns halt noch nicht so über den Weg, ne? Und jetzt kommt halt hier Shepard, wird zum Spectre ernannt. Das finden dann halt die anderen Völker nicht so geil, weil die erst nach, keine Ahnung, zigtausenden von Jahren mal einen von ihrer Rasse als Spectre bekommen haben, und dann kommen hier die Menschen und kriegen schon nach 50 Jahren einen von ihrer Rasse Ja. als Spectre vorgeschlagen. Ja, und noch viel krasser ist ja dann am Ende von Teil 1, wenn wir einen Ratsmitglied sogar erstellen dürfen. Genau. Genau, damit endet ja dann Teil 1, nachdem wir quasi die Zitadelle da gerettet haben und die Reaper nicht eingefallen sind, und gibt es quasi die Möglichkeit, ein menschliches Ratsmitglied aufzunehmen in den Rat. Und wir können halt auch entscheiden, ob wir lieber Anderson wollen oder Udina. Und Udina ist so der politische Arschkriecher, den man schon von Anfang an nicht leiden kann. Also ich mochte ihn jedenfalls nicht. Ja, den mag auch keiner, glaube ich. Deswegen habe ich immer Anderson vorgeschlagen als Ratsmitglied. Stimmt, aber das war ja auch so eine Zwickmühle, weil Weil er es Anderson, eigentlich will. er will es eigentlich gar nicht, ne? Er ist ja mehr so der Militarist, der hat keinen Bock irgendwie auf diese Aber hat er politische das in Scheiße. Teil 1 hat er sich noch gar nicht so sehr Ich glaube, in dagegen Teil 2 hast du ausgesprochen. es erst In Teil mitbekommen. 2 merkt man Ja. das dann erst, dass er es eigentlich scheiße findet. Und in Teil Aber 3 tritt er ja zurück. hat auch schon in Teil 1 so angekündigt, oh ey, Shepard, komm, lass mal, ich habe eigentlich da nicht so Bock drauf. Also er hat schon im Vorfeld angekündigt, dass er da nicht so wirklich Interesse dran hat, das zu machen. Aber Ja. na gut. Aber er ist auf jeden Fall die bessere Wahl, weil er ist realistisch und Ja, er auf jeden ist, Fall. Und wie gesagt, Zerrin wird ja dann auch besiegt. Das ist dann der Endkampf in Teil 1. Und das ist dann das Finale, und damit ist das erste Spiel abgeschlossen. Und damit endet auch unser erster Teil des Mass Effect Special Podcasts. Schaltet auch nächstes Mal bitte wieder ein, wenn Caroline, Sam und Johannes sich Mass Effect 2 und Mass Effect 3 widmen.